So, weiter geht's heute mit dem Topspiel gegen die Tabellendritten aus Fürth. Da können wir vielleicht den nächsten Schritt machen in Richtung direkter Aufstieg. Wie gesagt, der Titel wird weg sein nach den letzten beiden Spielen auf alle Fälle. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir ja als Preis definitiv nicht aufsteigen werden. Wie gesagt, wir haben 9 Gegentore kassiert, wir haben die Niederlage in Darmstadt erlebt, wir haben das. Oh, Freiburg hat verloren? Und das, deswegen tut es jetzt gerade extrem weh, dass wir das Ding nur unentschieden gespielt haben in Ingolstadt. Weil das, wenn man das gewonnen hätte, wären wir 7 Punkte. Ja, stell dir vor, wir hätten die Darmstadt geschlagen, wir hätten Ingolstadt geschlagen und dann wären wir nur noch 4 Punkte weg und dann das hätten wir das direkte Duell. Also, Freiburg verliert sein erstes Spiel, nicht mal durch uns. Ich gucke gerade, wie haben die denn verloren? Wir müssen ja. Warte mal, da muss ich gerade gucken. Wie haben die denn da verloren jetzt? Wir müssen jetzt. Oh, im Derby gehen wir. Oh Gott, bitter ist das KSC. Gehen wir jetzt 14. Wenn man überlegt, die werden jetzt auf dem Abstieg, werden auf Platz 16 jetzt gelandet gewesen. Wie gesagt, Karlsruhe schlägt uns, also den ersten und den zweiten. Naja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber es sind halt immer noch 9 Zähler, ne? Wie gesagt, die letzten beiden Spiele, die wir da abgeliefert haben. Ja, in Nürnberg geschlagen. Dann die Niederlage in Darmstadt. Das Unentschieden gegen den FC Ingolstadt. Das ist 3:3. Und jetzt geht's gegen Greuther Fürth. Ja, Mini-Chance vielleicht noch, Fragezeichen, aber dazu müssten sie jetzt die nächsten Spiele auch verlieren, um uns wieder ein bisschen reinkommen zu lassen. Wir sind jetzt im März. Jetzt sind es noch 3 Spiele, glaube ich, und dann geht es auch schon gegen Freiburg. Ich werde übrigens nicht die Pressekonferenz reingehen, weil ich die gerade so ein bisschen nervt. So, probieren wir es. Gehen wir rein ins Duell mit der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ne, Katze? Ja. Ja, mal wieder zu Null, das wäre total toll. Das wäre einfach mal total toll, aber es wird eng werden. Wir sind hier zu Gast bei einer Partie, in der beide Seiten natürlich auftrumpfen wollen. In der es durchaus um eine Menge geht. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Ihre Kommentatoren. Heimspiel, letzte Derby. Wolf Fuß und Frank Buschmann. Nach 60, nach Nürnberg, nach Ingolstadt. Nun die Spielvereinigung Greuther Fürth. Eine Partie, die viel verspricht. Das 60 geschlagen. Ingolstadt unentschieden. Also ich freue mich Fürth im Hinspiel zumindest geschlagen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also aber wie gesagt, es kann losgehen. Ich erinnere mich noch an das Hinspiel, da war nämlich ziemlich rotiert. Und dann hat der Ferreira ordentlich aufgespielt. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. So, mal gucken, was es heute für gibt. Mal gucken, was es heute gibt. Cavallo. Zieht nach innen. Cavallo! Der geht aber nur knapp vorbei. Erste gute Riesenchance für uns. Da. Spieltag gemacht, 25 ist das jetzt, also nur noch 9 Spiele. Wenn Freiburg heute verliert, sind es nur noch 6 Punkte, aber vielleicht geht das doch irgendwas. Aber wir stecken momentan selber in der Ergebniskrise. Hörig. Ja, wird hier gut unterstützt. Wir sehen jetzt 2 Spiele. Da steht die Abwehr sicher. 2 Spiele in Folge sieglos. Die Ergebniskrise kommt zur Unzeit. Die Gastgeber waren über die bisherige Saison das Team mit der besten Heimspielbilanz. 9 Siege aus 11 Spielen. Was für eine Bilanz. Ja, zu Hause läuft's, aber auswärts ist es halt alles zusammen. Die Krise. Super Stadion. Super. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Das war ein bisschen zu spät gespielt. Ich wollte nämlich querlegen, aber das hätte ich vielleicht doch lieber machen sollen. Kuciak. Ah, Katze. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Mein Gott. So, nochmal. Also. So, jetzt geht's weiter.
Jetzt auch wieder rein und weiter geht's. Peters. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Laurin Ulrich. Die Chance. Was für eine Chance. 1-0. Tor für die Gastgeber. Jetzt geht das Derby richtig los. Das wichtige 1-0. Das Tor quasi kurz nach der Anfangsviertelstunde. Geht präzise ins kurze Eck, genau da sollte er hin und dann bist du natürlich machtlos, auch wenn es natürlich die 17. Minute. Und damit haben wir den ersten Treffer, jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. So, wir sollten mal schauen, was Freiburg macht. Wir haben jetzt gegen Karlsruhe zu Hause verloren, wir haben sie relativ bald im direkten Duell. Lass sie da mal schlagen im Heimspiel. Dann wäre es vielleicht möglich. Mal gucken. Aber wie gesagt, noch ist nicht. Doch müssen wir erstmal diese Partie hier gewinnen. Und da muss Horn wieder rausholen. Das macht er. Gott sei Dank. Wenn nicht wieder so ein blödsinniger Elfmeter kommt oder ein Freistoß von der Seite, weil die kriegen wir nicht verteidigt. Schwierig zumindest. Duziak. Ah. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. Das ist es. Der Pass war weg. Ein bisschen unpräzise. Einwurf. Der ist weg. Duziak. Duziak. Ja, gut gemacht, Perry. Gut aufgepasst. Nichts passiert bisher. Sehr gut. Ging es bisher noch gut verteidigt. Klar, schade. Michalski passt da gut auf. Schöner Angriff. Da haben Sie mehrere Optionen. Peter. Ecke. Das ist die Chance zum Ausgleich. Perry ahnt das Ding, dass der vielleicht doch geht und grätscht ihn zumindest zur Ecke. So, die kurze Variante. Das gibt der Väter. Ah, es gibt Carvalho, Gelb. Ja, diesmal ist es auch eine richtige Entscheidung. Jawohl, ja. Klingt von. Und aber es wird wieder zu 0, kein zu 0, oder? Chance auf den Ausgleich. Und er macht den. Boah, ist das bitter. Ich dachte erst, der verschießt den. Nein, es wird wieder kein zu 0 werden. Stand jetzt ist es die dritte sieglose Partie in Folge. Es wird wahrscheinlich, soweit ich weiß, die erste Liga in FIFA, die ich nicht gewinnen kann. Dafür aber, ja, wie gesagt, für Freiburg hat es so klar stark bisher ausgespielt. Aber noch ist nichts passiert. Noch steht es 1-1 nur. Ja, geh doch dahinter her. Nö, ich laufe da lieber, ganz locker dahin. Jetzt der Ball. Das war ganz, ganz wichtig, dass der den klärt. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Da ist aber keiner mit. Weiter geht es mit einem Einwurf. Tillman. Außen wären die Räume dafür führt. Jetzt ist der Ball. Aber nicht für Peters, gegen Peters. Ja, 1-1. Pause in dieser Begegnung, Buschi, und wenn wir uns dummer Elfmeter kassiert anhören, durch das Foul von Carvalho, 1-1. Und Fakt ist, dass man heute so ein Spiel gewinnen muss. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich wechseln kann. Ich ziehe Sterler wieder auf die Seite links, die Seite außen. Eckloff raus. Und Carvalho gegen denjenigen, der tatsächlich so aufgespielt hat im Hinspiel. Gegen Ferreira. Getauscht.
Carvalho raus, Ferreira raus. Also Eckloch auf links, Sterne auf rechts, zentral Ferreira. Das ist zumindest die Taktik, die wir jetzt probieren. Super Tackling. Christiansen. So. Fürth versucht jetzt ein bisschen im Mittelfeld durchzuspielen. Branimir Gota. Gota, der Torschütze. Guter Vorstoß, kann was werden. Und Novo hat die große Chance und den nutzt er auch. 2-1. Tor, da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Yes. Kommt natürlich schon ein wenig überraschend, dieser Treffer. Zuletzt kaum noch etwas von ihnen zu sehen, aber das war eine wunderbare Aktion. Und dafür steht man auf Platz 2. Macht jetzt 2-1. Hier ist noch alles drin. Ja, vielleicht fühlt sich der Schöne einfach auf der anderen Seite ein bisschen wohler, also auf der rechten Seite. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles, sie liegen trotzdem vorn. Und Novo vielleicht jetzt noch mal mit der nächsten guten Chance, den verzieht er. Sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen, so bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sie. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, das gibt einen Freistoß. Oh, bitte jetzt nicht noch den nächsten verletzen. Ferreira, ja, doch, dafür bist du angeschlagen. So, es gibt Gelb auf jeden Fall für die Nummer 3. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. So, Sterner. Der kann ja solche Dinger. Der hat ja schon solche Dinger mal gemacht. Den Kier hat er 2 gemacht. Tolle Parade. Der geht vorbei. Der hat 2. Doch zu weit weg. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Die Balle oben. Gulo. Kommt nicht vorbei. Der. Gut, schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Der Schuss jetzt. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Weg ist er. Ja, ich müsste diese kleine Ergebniskrise wegkriegen. Das Ding muss ich gewinnen. Das ist zumindest das Duell gegen den Tabellendritten, ne? Unabhängig davon. Peters. Ach, Mann! Schluss in diesem Spiel. Wenn sich nichts mehr tut, dann hätten sich die Gastgeber einen knappen Sieg geholt. So, fragt ich glaube, die Mannschaft ist zuversichtlich. Die für Gegner. Es wirkt zumindest so auch optimistisch und man spürt, sie können das hier schaffen. Ein Tor Vorsprung, klar, da kann man sich nicht ausruhen, aber es sieht gut aus. Außen ist Platz für Fürth. Gut gehalten, gute Aktion. Denn da lag das Tor in der Luft. Hat ja heute schon einen Treffer. Konnte sich schon einmal durchsetzen. Hier aber nicht. Das darf jetzt nicht passieren. Morgalla, das darf nicht so ein Ding da passieren. Eckloff, schön. Zweimal gut gedreht jetzt. Verdammt. 8 Minuten jetzt noch. Da ist Platz auf dem Flügel. Aber wir sehen's. Ballverlust. Der Ball, der wegbleibt vom eigenen Tor, ist erstmal wichtig. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi, das kann man wohl sagen. Völlig offen hier der Ausgang der Partie.
Da pfeift der Schiedsrichter und hier so. Muss er auf Freistoß. Jetzt gibt er mal einen grundlosen Freistoß für uns. Sie wechseln warum? Aus. Ja, das ist vielleicht ein bisschen von der Position her deutlich besser. Kein besonders guter Freistoß. Viel Platz für den Konter. Er bleibt voll in der Mauer hängen. 2 Minuten werden nachgespielt. Und der ist weg. Afemiko Pululu. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Und das war's. Yes! Mit ganz viel Krampf und vielleicht ein bisschen Glück am Ende. Gibt es dieses Moment, wie Kräuter führt? Nach 2 sieglosen Spielen in Folge mal wieder ein Dreier. Und das ist ganz kurz wichtig. Die Spieler freuen sich, die Fans sind gut drauf. Alles richtig gemacht. Man hat es geschafft auf jeden Fall. Man hat die Aufgabe wird gelöst. Nimmt den. Vergrößert ein bisschen den Abstand auf Platz 3. Deswegen war es so wichtig. So, ich werde weiterhin kein Interview geben. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch keine Lust drauf. Ich werde jetzt weiterhin gucken, dass ich mich auf Spielen konzentriere ein bisschen. So, gucken wir mal, was da passiert jetzt noch. Da ist nochmal eine Nachricht reingegangen. Du kannst auch als ZLM spielen. Du kannst es ja definitiv. So, gucken wir mal, was die Tabelle so sagt. Momentan eher 6 Punkte Rückstand auf den SC Freiburg, die aber noch nicht gespielt haben. Nächster Gegner ist übrigens Magdeburg. Ich guck mal gerade, dass ich kurz ein bisschen weiter rotieren kann. So, Abgang. Er wechselt tatsächlich, Dennis Lippert. Geht in die Türkei. Wir haben ja Staffelidis geholt für die neue Saison da hinten links. So, wir haben noch Andresen, wir haben noch Angulo, also es gehen sie gut aus momentan. So, gut. Gucken wir auf die Tabelle, ob Freiburg den nächsten Dings gepatzt hat. Nein, sie bleiben bei 9 Punkten. Ja, wie gesagt, ich springe mir da definitiv den. Wie gesagt, wenn sie nur eine Partie verlieren und wir gewinnen das direkte Duell, hängen wir bis auf 3 Punkte dran. Und mit der Tordifferenz könnten wir vorbeigehen. Aber Fakt ist, wir müssen ein, zwei Spiele noch vorher verlieren und gegen uns noch verlieren. Und dann wären wir tatsächlich. Aber ob das passieren wird, wir schauen. Es sind nach wie vor 9 Punkte. Nach hinten 9 Punkte, nach vorne. Fürth haben wir jetzt geschlagen. Wir haben 12 Zähler auf Fürth Vorsprung. Also mit dem Aufstieg sieht es gut aus. Allerdings nicht als Erster, sondern eher als Zweiter. Aber das ist trotzdem alles super toll als Aufsteiger. Und nächster Gegner ist Magdeburg. Und da hoffen wir, dass wir die 3 Punkte auch wieder holen können. Müssen.